Mario hier. Willkommen wieder beim Benutzen diesen Schrubenträgers hier. Und zwar für den Iron Man. Hier, ne? Von der letzten Ausgabe den einen Fuß. Von der ersten Ausgabe dann hier den Helm. Ja, ich muss mal ein bisschen was, einiges dazu sagen. Und zwar, ja, kriegte ich solche Kommentare wie, ja, das ist gar kein Test. Und man hat mir gesagt, das wird so und so nach Bestellen geliefert. Ja, habe ich gefragt, ist denn schon was gekommen? Nö, so 14 Tage nach Bestellen. Ist schon lange, lange, lange vorbei. Und ja, heute war ich mal wieder bei einem anderen Zeitschriften-Kiosk, um zu gucken, ob ich nicht noch Ausgaben 1 und 2 irgendwie bekomme. Weil ich habe so viele Anfragen von euch bekommen. Viele möchten das gerne haben. Und also ich kann nur euch raten. Versucht, ja, bestellt hier unter der Webseite hier deagostini.de/ironman. Das kann ich euch nur raten und wir gucken gleich nochmal nach der Hotline. Die habe ich in den ersten Ausgaben ja auch schon erwähnt. Die Telefonnummer, versucht dort anzurufen, macht da Druck. Ich habe auch schon gelesen, wegen Lieferschwierigkeiten. Ihr könnt ja alle sagen, was ihr wollt und auch von mir aus alle glauben, was ihr wollt. In dem Moment, und ich spreche so langsam aus Erfahrung, das war mit dem Auto von Fast and the Furious so, viele wollten das nicht glauben. Das war bei dem Trabi so, viele wollten das nicht glauben. Das war mit dem Ecto One, war das so, viele wollten es nicht glauben. Von mir aus, mir ist es wurscht, was ihr glaubt oder was ihr denkt zu wissen oder wie auch immer. Ich weiß nur eins, das ist ein Test. Und das kann nur ein Test sein, weil das nicht republikweit verkauft wird in den Zeitungskiosken. Das ist nun mal so, das ist Fakt. Und ich habe auch bestellt auf der DeAgostini-Seite, habe das Abo abgeschlossen, ich habe keine E-Mail bekommen. Ich habe auch gar nicht erst da angerufen, weil das war mir schnutzpiep egal, weil ich das weiß, dass es ein Test ist. Dann das nächste, achso, bei der Bismarck war das damals auch so, die ersten 4 Ausgaben. Ja, ich hatte das, nur das Glück, dass ich an die Ausgaben rangekommen bin. Auch jetzt habe ich wieder Schwein, dass ich da durch, ja, mit ein paar Kilometer Umweg, dass ich eben an solche Ausgaben rankomme. Auch damals mit dem Dings. Und, ja, nochmal was anderes. Und zwar viele, viele, viele Fragen danach. Kannst du nicht besorgen? Kannst du nicht besorgen? Nein. ich kann nicht jedem gerecht werden, auch wenn man das gerne möchte. Ich habe das gemacht beim Fast and the Furious Auto. Da hat mich dann auch einer angeschrieben. Ne? Ich bin, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer war. Das waren 60 Kilometer hingefahren. 60 Kilometer zurückgefahren, das Porto, dann wollte ich, ich weiß gar nicht, was wollte ich haben, 10 Euro. Klar, kostet die erste Ausgabe nur 1 Euro. Da wurde ich aufs Übelste beschimpft. Da habe ich überhaupt, das müsst ihr verstehen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Gar nicht, überhaupt nicht. Und deswegen, ich habe die ein oder andere Ausgabe doppelt. Und das kriegt ein sehr, sehr guter Kumpel von mir. Und ansonsten, falls ich nochmal an was rankomme, ja, ich mache das einfach so, ich stelle das bei eBay rein, werde ich gucken, was dabei rumkommt und was nicht. Und dann Angebot und Nachfrage, ja, der Markt regelt den Preis, weil, wie gesagt, ich kann nicht jedem gerecht werden und ich kann auch nicht, weiß ich, wie viele Kilometer immer fahren. Und für lau, das mache ich auch nicht, das geht natürlich nicht. Ich muss auch für mein Geld arbeiten und wie gesagt,
Ich kann es nicht. Ihr könnt so viel ja, Wünsche äußern, wie ihr möchtet. Die, ja, meine, oft bei den E-Mails kommt das, bei den Kommentaren bei YouTube kommt das, auf meiner Facebook-Seite kommt das. Aber wie gesagt, ich kann nicht jedem gerecht werden, das funktioniert nicht. Es gibt sogar Leute, die wohnen gar nicht weit weg von hier. Ne? Also ich glaube, das sind nicht mal 30 Kilometer. Aber selbst das ist einigen zu viel und ich soll es dann besorgen. Nein, das tue ich nicht. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Habe ich mir meinen Frust von der Seele geredet. Nein, das ist kein Frust, um Gottes Willen. Auf jeden Fall erstmal Moin. Ein Prost, damit ich wieder ein bisschen Sabbelwasser habe. Und ja, heute ist wieder Mittwoch. Es sind wieder 14 Tage um. Da fällt mir auch noch was ein. Da kam ein Kommentar. Sag mal, sind die verrückt? Irgendwie so. Ich kann das jetzt nicht ganz genau nachgeben. Wiedergeben. Nicht nachgeben. Nicht genau wiedergeben. Und zwar kam dann so ein Kommentar. Was? 100 Ausgaben alle 14 Tage? Das dauert ja dann ewig und bla und bla. Nein, das ist nur am Anfang so. Ich glaube, es gibt irgendwo war, achso, das war ein Zettel dabei und das geht bis Ausgabe 8. Wenn ihr mal über den Teich schaut, nicht über den Teich, über den Kanal, sagen wir mal so, und bei Wayne reinschaut, der hat auch schon die Ausgabe 4. Die dann in 14 Tagen erscheint. Der Zeitschriftenhändler, bei dem ich heute war, da wurde ich gefragt, ob sie die Ausgaben zurücklegen sollen, die dann da noch kommen. Ich sage, da kommt in 14 Tagen nur noch eine, weil es ein Test ist. Ach so, ja, na denn, brauche ich mich ja nicht wundern, dass gar nicht so viel gekommen ist davon und dass keiner was sagt. Ihr seht, es spricht, wie gesagt, alles dafür für einen Test. Und wenn ihr über den Kanal schaut bei Wayne, ne? Wayne, ich grüße dich bei Wayne's World auf dem Kanal. Der hat die Ausgabe 4 und in Ausgabe 4, da warte ich ja jetzt auch drauf, damit ich das allen zeigen kann. In 14 Tagen wird es dann soweit sein. Da ist ein Zettel drin und da steht drauf, dass das eben 4 Testausgaben sind und dass das Ganze dann damit erledigt ist. So, nun genug gesabbelt. Kommen wir zur Ausgabe 3. Auch hier sind wieder Batterien drin. Die werden wir dann später brauchen. Und ja, lalala, Messer, Messer, Brille. Und dieses Mal, ihr seht, es ist wieder eine große, ne, Pappe für Dings. Für die Ausgabe. Auch hier wird Ausgabe 4 gezeigt, dass dort der Arc-Reaktor kommt. Und das ist normal auch nicht üblich. Ich glaube, ab Ausgabe 3 kommt das eigentlich nur so. Sage ich jetzt mal, in der Folientüte. So, gut. Das dazu. Das steht auch weiter nichts Neues drauf, außer dass eben Forscher auf Ausgabe 4 da drin ist, dass dort der Arc-Reaktor kommt. So, Titelblatt für Ausgabe 3. Das war es dann schon. Und hier haben wir Kundenservice De Agostini. Achso, hier, ich gebe euch mal die Adresse. Zeige ich euch mal hier. So, Pausentaste drücken, dann könnt ihr die Adresse euch aufschreiben und immer hinschreiben. Immer hinschreiben, immer feuerfrei, dass ihr ja den Ironman haben wollt. Hier bestelle jetzt, das ist alles ganz normal, das kennen wir. Bestelle jetzt für 1 Euro Aufpreis, dann kriegst du den Sockel. Und Premium-Kunde und T-Shirt und Poster und Sammelordner und so weiter und so fort. Hier unten steht auch nochmal die Webadresse. Auch hier hinten drauf die Webadresse. Die war sogar, wo die erste Ausgabe rauskam,
war die Webadresse noch nicht mal verfügbar, sondern erst ein oder zwei Tage später, weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwie habe ich heute Probleme mit dem Licht. Ja, vielleicht ist es auch besser so, damit ihr mein rotes Gesicht nicht, meinen roten Kopf nicht so seht. Ja, und dann hier kennen wir ja auch schon alles. Auch hier den Bestellzettel, ne, Entgelt zahlt der Empfänger. Das ist alles ganz normal. Und aha, hier haben wir nochmal die E-Mail. Und zwar kunden.service@deagostini.de und auch eine Telefonnummer 040 für Hamburg 874-07963. Ich blende euch das hier nochmal ein. Mal gucken, so da zitter ich ein bisschen. Pausentaste und dann könnt ihr euch da, ja, ruft da an, schreibt dahin. Immer. Ja, dass ihr das haben wollt. Und dann denke ich mal, kann das auch passieren, dass das Ganze dann rauskommen will. So, jetzt kommen wir zum Heft Nummer 3. Und zwar, ja, hier ist wieder so ein bisschen Comic drin. Mit Tony Stark, Direktor von S.H.I.E.L.D., Starks Sieg. Und so weiter und so fort. Und dann kommt hier der rechte Handschuh. Und hier sind dann alle Teile aufgeführt, die wir dann hier gleich rausholen werden. Wir bekommen nämlich eine Menge Teile. Und dann haben wir hier die Bauanleitung. Apropos Bauanleitung, das wird euch ja auch schon aufgefallen sein, dass einige Teile in der Bauanleitung weiß waren in Plastik und im Endeffekt dann rot. Das spricht auch so ein bisschen dafür, dass das eben ein Test ist. Ich wiederhole mich da gerne, aber das ist so. Viele glauben mir nicht, aber das ist nicht so schlimm. In 14 Tagen, bin ich mir ziemlich sicher, fallen wir alle aus dem Moospot. Und dann wissen wir alle Bescheid, dass man uns schön aufgebunden hat. Ich bin mir ja sicher, dass es ein Test ist. So, dann holen wir mal die Teile alle hier raus. So, genug vom Rumgesabbelt, vom Test oder Nicht-Test. Und dann gucken wir uns mal hier die Teile alle an. Junge. Soll ich das alles einzeln zeigen? Das kann ich gar nicht. Aber so ein paar größere Sachen. Und zwar den Handteller. Aus Metall, schön lackiert, innen natürlich nicht, schön schwer. Dann 3S ist aus Plastik, ist der Handrücken. Da sieht man dann schon, dass hier nachher hier die Öffnung ist für die Batterie. Dann haben wir hier nochmal ein größeres Teil, das ist der Handschutz. Auch das ist aus Metall und mit einem Magnet drin, das heißt, da drinne, das kommt dann sicherlich hier nachher irgendwie rüber und dann verdeckt das Ganze das Batteriefach. Dann haben wir hier, ja, das Batteriefach. So, ich vermisse noch die LED, aber das kriegen wir gleich raus. Das Batteriefach ist zum Beispiel wieder in weiß abgebildet und hier haben wir es in rot. Dann bekommen wir einen Haufen Schrauben. Aua. 2, 4, 7 verschiedene Schrauben. Also eine Menge. Dann hier auch magnetisch. Denke ich mal auch da in der Nähe vom Batteriedeckel. Also ich finde hier jetzt keine LED, weil die Hand hat ja auch Licht. Und ich habe bei Wen auch noch nicht geguckt. Hier haben wir dann diesen Deckel. Und hier steht auch nichts drin von LED, aber Batterien haben wir bekommen. Und hier haben wir 3U. Was ist 3U? Gelenk. Hier haben wir das Gelenk. Und dann eben hier die ganzen Finger.
So, das holen wir dann nachher so bauen einzeln hier raus. So. Schrauben steht hier aber 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene. Und wieso habe ich 7 verschiedene? Ja, ist halt so. Gut. Sehen wir dann weiter, wenn das weitergeht. Auf jeden Fall. Vermisse ich eine LED. Oder ist die hier mit dran? Wir gucken mal hier das 3Q. 3Q Batteriegehäuse. Aber das kann doch hier eine LED sein, ne? Guckt mal hier. Ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber hier unter dem Zeigefinger sieht das aus wie LED. Gut, ich würde sagen, ja, wir machen mal eine Positionsänderung der Kamera und dann gucken wir mal, wie wir was zusammenschrauben. Vielleicht muss ich nicht alle Finger zeigen, aber so vereinzelt. Oh, jetzt ist das Licht ein bisschen besser. Da hat übrigens auch einer mal gefragt, was für eine Lichtlampe ich hier benutze. Zwar habe ich die bei L, fängt mit L an und hört mit Idle auf. Hier so sieht das Ganze aus, da kann man noch den Deckel hoch machen. Da ist nämlich eine Lupe drin, schimpft sich Lichtlupe. Und ja, wie gesagt, mit LED-Beleuchtung. Und das nutze ich dann eben als Lichtquelle. Eigentlich ganz gut und im Normalfall, ich habe meine vor 3 Jahren, glaube ich, gekauft. Und ich habe die jedes Jahr einmal gesehen, also die kommen jedes Jahr einmal wieder. Gut, wie gesagt, Positionswechsel, Schlückchen Kevi und dann wollen wir ein bisschen losschrauben. Hier haben wir ihn, den wollen wir benutzen und dann, ja, legen wir los. So, ich habe jetzt mal alle Fingerglieder, Daumenglieder alle rausgeholt und zwar erstmal sortiert. Das war in der Packung nicht sortiert. Man kann das so auch nicht genau erkennen, aber so ist das von der Sache erstmal relativ einfach. Alle Finger-Daumenteile sind nummeriert. Also hier haben wir eine 1 drauf und auf dem Teil ist auch eine 1 drauf. Das heißt ja dann, dass das zusammengehört. Und das sieht auch so ganz gut aus. Und dann hier 2, 3, 4 und 5. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir das Ganze zusammenschrauben. Und zwar hier beim Daumen brauchen wir eine CP-Schraube. Wie gesagt, die sind auch ganz schön lang. So, ich hoffe, dass das jetzt auch richtig rum ist. So, einmal das Gelenk nehmen. Die andere Seite war nicht richtig rum. Und zwar, das hier ist gezahnt, das Ganze. Ja, passt auch besser. Und dann hier eben diese lange Schraube rein. CP-Schraube rein. So. So, ich würde mal sagen, nicht zu fest, damit wir das Ganze noch bewegen können. So, kann es nicht bewegen. Jetzt geht das. Also durch die Zahnung geht das ein bisschen schwerer, aber ich denke mal, so ist das auch richtig. Gut, das ganze Leben ist ein Quiz. Nein. Mal gucken, wie das Ganze, ja, das dann so zusammengehört. Passt auch so beim zweiten Finger, auch hier CP-Schrauben. Das müssen dann 2 werden. Ich hoffe, das ist dann, die Oberseite ist abgeflacht. Ja, dann ist das schon mal so richtig. Wenn ich jetzt hier wieder 2 CP-Schrauben, habe ich dann noch genug? Ja, vielleicht, aber das ist jetzt auch der zweite Finger. Also das ist auch richtig. Laut Anleitung ist das dann Nummer 2. Ja, wir werden mal nicht zu weit reinquälen, die Schrauben.
Dann habt ihr jetzt den Daumen und den ersten Finger gesehen. Ich glaube, das ist dann auch erstmal genug. War vielleicht noch ein bisschen fester. Das ist dann der Zeigefinger. Der zeigt jetzt auf euch. Ihr, weiter zuschauen. Nein, jetzt machen wir erstmal eine Pause. So, jetzt sehe ich das schon. Hier ist das nicht der Fall. Es soll auf jeden Fall bei beiden eine CP-Schraube sein. Und hier guckt die Schraube raus. Und das kann ja schon mal nicht richtig sein. So, sind die DP-Schrauben ein bisschen kleiner? Ja. Also nehme ich statt einer CP-Schraube jetzt hier eine DP-Schraube. Da geht das nämlich schon los. Hoffentlich komme ich jetzt hier nachher nicht durcheinander. Ja, passt besser. Guckt jetzt nicht raus. So, Daumen und Zeigefinger ist fertig. Jetzt mache ich die anderen mal noch mal einmal fertig. Und hier steht überall, das muss ich jetzt mal so sagen, CP-Schrauben. Und so viele habe ich ja gar nicht. Also wird immer vorne bei der Fingerspitze dann sicherlich eine DP-Schraube sein und die anderen dann eine CP-Schraube. Und ihr wollt immer noch sagen, das ist kein Test. Doch, es ist einer. So, die ganzen Fingerchen sind fertig. Bei dem kleinen Finger habe ich sogar statt einer CP-Schraube hier bei dem großen Gelenk eine DP-Schraube genommen, die ein bisschen kleiner war. Und hier ganz vorne musste eine EP-Schraube rein. Das dazu. So, jetzt kommen wir Schritt 3, Abdeckung und Batteriegehäuse. So, da bekommen wir ja dieses Teil. Nein, den. Den brauchen wir. Und zwar den Handteller. Und da kommt jetzt hier dieses Plastikteil rein, was nachher schön leuchten wird. Und da brauchen wir AM-Schrauben. Na, Gott sei Dank sind hier welche. Und wir bekommen keine Ersatzschraube. Aber so, wenn wir drei Stück haben. Ne, wir bekommen ja auch bloß zwei rein. Also haben wir doch eine Ersatzschraube. Will ja hier nichts Falsches sagen, ne? So, siehst du. So, bitte nicht über den Schrumpfträger meckern. Das ist der originale Marvel Iron Man Schrumpfträger. So, das haben wir dann sozusagen fertig. Und jetzt kommen wir hier zu dem Teil mit dem Batteriegehäuse. Cookie Looky, wie das hier rein soll. So hinhalten, mit der Nupsi-Öffnung nach rechts. Andere Seite. So nach rechts, genau, dass der Schalter hier durch das Schalterloch geht. Ja, so passt das auch. Und da brauchen wir BP-Schrauben. Haben wir hier. Deswegen brauchen wir so viele verschiedene. So. Da kommen ganz schön viele Schrauben rein in die Hand, ne? Ach so, das wollte ich dann noch erwähnen, ne, wo die erste Ausgabe ja 1 Euro gekostet hat. Ausgabe 2,499 ist jetzt die dritte. Dann, ja, das ist dann mittlerweile der reguläre Ausgabenpreis. Der beträgt dann nun mittlerweile 11,99 Euro. Also habe ich mich heute richtig in Unkosten gestürzt. So. Jetzt brauchen wir dann ja, dieses Batteriegehäuse so rum hingepackt und jetzt kommen wir dann zu den Fingern und so weiter und zu den Daumen
Und zwar, achso, was ich noch erwähnen wollte beim Zusammenschrauben der Finger, immer die glatte Seite, das ist immer eine glatte Seite, die kommt immer alles nach, zu einer Seite hin, sprich nach oben. Und dann sollte das passen. So, jetzt kommen wir, bauen wir sozusagen die Finger alle hier rein. Wir müssen nur gucken, welcher wohin kommt. Ja, das ist die 5, das ist Nummer 4. Der Ringfinger, Nummer 3 ist der Mittelfinger. Aber ich sag euch, das sieht schon geil aus. Nummer 2. Apropos, sieht schon geil aus. Ich habe eine Frage bekommen, nebenbei einen Schluck Kaffee. Auf meiner Facebook-Seite Marius Schiffsmodellbau. Hast du dir das abonniert? Ja, hatte ich ja schon gesagt, dass ich das auch abonniert habe, aber wie gesagt, noch nichts bekommen. Ich denke mal, das wird uns allen so gehen. Und wie findest du die Qualität und wirst du den ganz bauen? So, wenn er rauskommt, werde ich ihn ganz bauen. Ich stehe auf Marvel, ich habe die Filme alle gesehen, das ist, und Iron Man ist der Hammer. Für mich. Da kommt das Kind im Manne wieder durch. Das Kind im Hampelmanne. Ja, und also ich werde ihn definitiv bauen und die Qualität überzeugt mich, auch hier beim Test. Ist das ganz gut, nur eben, ja, hier zum Beispiel beim Fuß ist ja hier ein Magnet drauf, aber der geht irgendwie, die Abdeckung ist ein bisschen leicht, geht ein bisschen leicht lose. Aber ansonsten, wie gesagt, das ist alles schön schwer. Das, was Metall sein soll, ist Metall, dann ist natürlich ein bisschen Plastik dabei, normal. Dann so ein kleiner Magnet muss ja auch die Teile halten können und ja, auf jeden Fall, mich überzeugt das und ich werde ihn bauen, wenn er dann kommt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar, aha, jetzt kommen wir hier, das Gelenk. Also wir haben die Finger und den Daumen hier reingelegt. Da muss man nachher aufpassen. Kriegt man die reingeschnipst? Nein, das legt sich nur. Dann müssen wir hier das Gelenk reinstecken. Und zwar so rum. So. Genau. Und jetzt kommt das Metallteil. Aber echt, das, ihr könnt mir das glauben. Das kommt bei der Kamera vielleicht nicht so gut rüber. Schon Fussel drauf. Jeder Dussel hat einen Fussel. Hast du keinen, kriegst du meinen. Das sieht schon echt stark aus. Und wenn wir jetzt die anderen Teile dazu sehen, die Lackierung, das passt zu 100%. Ich sage euch das. Und jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. War das Bienenschulze? Gibt noch einen Kanal? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Der hat den, das habe ich übrigens auf meiner Marius Schiffsmodellbau Facebook-Seite, habe ich das mal verlinkt. Der hat das hier alles abgemacht. Und hat die Maske neu gold lackiert und das Ganze, das andere, das statt rot in schwarz. Aber das sieht auch stark aus. So, jetzt kommt er hier einfach rauf. So, das scheint geklappt zu haben. Die Finger bewegen sich. Und jetzt müssen wir von der anderen Seite EM-Schrauben. Ja, da habe ich jetzt ja nur... Ne, habe ich nur nichts benutzt. EM-Schrauben. Was soll ich euch sagen? Es gibt keine EM-Schrauben, sondern nur FM-Schrauben. Und wir brauchen nachher nur noch eine BP-Schraube. Die haben wir noch, aber wir haben auch noch eine FP-Schraube. Also die tauchen hier gar nicht auf. Also EM-Schrauben sind hier nicht, sondern nur FM-Schrauben. Davon sind 1, 2, 3, 4 Stück. Drei brauchen wir, wenn wir davon ausgehen, eine ist Ersatz. So, dann haben wir die richtige Anzahl. Ich merke das schon, das wird eine lange Folge. Ich hoffe, ihr habt auch einen Kaffee. Nicht nur ich. Ich meine, wenn jetzt einer von euch hier neben mir sitzen würde, der würde einen abbekommen. Weil so bin ich ja nun mal nicht. Ne? Käffchen hätte ich immer über.
So. Erstmal alle drei andrehen. Also die gehen ein bisschen schwer rein. Ich hoffe, die sind nicht zu lang. Halt, der Daumen hat sich verdreht. So, gucken wir mal, dass wir alle Schrauben ordentlich reinkriegen. Die scheint fest zu sein. Die ist auch fest. Die will nicht. Die muss ich erstmal erfüllen jetzt. Oder ich muss einen anderen Schraubenträger nehmen. So. Das ist jetzt gemein, ne? Also ich wollte euch keinen Finger zeigen. Aber das ist schon mal cool. Das ist schon mal echt cool. Das ist ja echt geil. Jetzt kann ich mir das auch vorstellen, wenn hier, wie bei Wayne, der den Terminator baut und wenn man die Hand dann auch so machen kann, so zusammenkrallen. So, siehst du. Wunderbar. Also ich finde das auch nicht so schlecht, dass sich die hier leicht bewegen. Das ist eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich hier nur ein bisschen, ja, weil ich da nicht richtig aufgepasst habe, hier habe ich jetzt einen ganz kleinen Farbabplatzer. Aber ich glaube, den sieht man nachher nicht. Aber das sehen wir gleich. Das werden wir gleich gewahr. So, jetzt muss... Jetzt kommen die Batterien schon rein. Ich hoffe, dass das noch nicht anfängt zu leuchten. Denn das will ich mit euch zusammen ja dann erst dann anmachen. Also, so, zwei Batterien kommen hier rein. Uno. Und die zweite. Es leuchtet nichts. Es leuchtet noch nichts. Und dann kommt hier Magneto. Nein, erst die Seite einmal so reinstecken und dann zack, rin. Und das wird mit einer BP-Schraube verschraubt. Wir haben nur eine. Ich hoffe, dass es dann jetzt die richtige ist, weil wir haben noch FP-Schrauben. Aber wenn ich ehrlich bin, ist die auch nicht größer. Der Kopf, der Schraubenkopf ist ein bisschen größer. Das Gewinde scheint gleich zu sein. So, Batterien sind drin. Jetzt kommt als letzter Arbeitsgang, also ihr seht, wir kommen langsam zum Ende, kommt die Handabdeckung hier so rauf. Mache ich was falsch? Ne, das sieht dann so aus. Das ist ein bisschen komisch. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber das ist so. Ist so. Ist so. So, jetzt machen wir mal den Schalter. Leuchtet nicht. Leuchtet nicht. Ihr seht, es leuchtet nicht. Tja. Entweder ist was verkehrt oder es ist was kaputt. Es leuchtet jedenfalls nicht. Gut. Nichtsdestotrotz
sieht das trotzdem cool aus und ich gehe dem Ganzen nochmal auf den Grund und dann gucken wir mal, ob das dann gleich doch noch leuchtet. So, da bin ich der Sache auf den Grund gegangen und einige von euch werden das gleich bemerkt haben. Ich habe einfach nur die Batterien falsch rum eingelegt und es leuchtet. Ja, es leuchtet. Beweis. Aus. An. Aus. An. Siehst du, wunderbar. Nun leuchtet die Hand auch. Das ist schön. Machen wir hier. Wir sind ja nicht mal arme Leute. Machen wir die anderen Lämpchen auch alle an. Vom Fuß. Und vom Helm. Die Hand. Alles leuchtet. Oh, jetzt brauchen wir nur noch auf Ausgabe 4 warten. In Ausgabe 4. Bauanleitung Schritt für Schritt, das Kernstück der Rüstung, der Arc-Reaktor. Hier haben wir ihn, auch aus vielen mehreren Teilen, mit ein paar Schrauben und Batteriefach. Das ist eben das Besondere, wir haben hier sehr, sehr, sehr viele Batteriefächer. Und ja, wenn man das dann immer leuchten lässt, haben wir sicherlich auch irgendwann mal sehr viel Verschleiß an Batterien. Gut, siehst du wohl. Ausgabe 3 haben wir dann auch fertig. Ja, haben wir echt lange gesabbelt heute, echt lange gebastelt. Aber wir haben die Hand, wir haben die rechte Hand. Kann er machen, ne? So. Ja, wunderbar. Ich freue mich jedenfalls darüber. Und ja, wenn man so mal so erkennt, ne? Auch vom Gewicht her. Ausgabe 1, sehr schwer. Ausgabe 2, schwer, aber schon etwas leichter. Ausgabe 3, die teuerste. Ja, viel mehr Kleinteile, aber nicht mehr so schwer. Gut. Das sind sozusagen die ersten drei Ausgaben vom Ironman von De Agostini. Wie gesagt, wenn ihr den haben möchtet, ruft dort an, schreibt den Mails, bombardiert die, bestellt euch das Ganze. Und dann wollen wir hoffen, dass er rauskommt, weil 60 cm ist schon ein ordentliches Stück. Hier habe ich jetzt 56, also die Schneidmatte des 56 noch ein Stückchen dazu. Dann wisst ihr, wie groß er wird und da werden wir großen Spaß dran haben, wenn er dann kommt. Gut, Kaffee fast ausgetrunken. Ich hoffe, euch hat das, auch wenn das ein bisschen länger gedauert hat, hat euch das Spaß gemacht, freut euch auf in 14 Tagen auf den Arc-Reaktor und dann womöglich das Testende. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt neugierig, schaltet wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick more weather in. Ja, ich bin aufgeregt, heute Abend geht ins Kino, kein Marvel-Film, aber ja, DC Universe. Dann wisst ihr, was kommt. Mach's gut. Tschüss.